Ja, was ist, Alter? Ich bin gerade am Pennen, ich brauche meinen Schönheitsschlaf, okay? Nein, herzlich willkommen. Ich bin Erik Lütti, Comedian aus Winterthur. Und ja, heute gibt es eine kleine Führung durch meine Wohnung. Also, heide. Willkommen bei mir. Das ist der Eingangsbereich. Nichts Spezielles, sehr dunkel, sehr schmal, aber das sind meine ganzen Schuhe und es sind bei weitem nicht alle. Ich habe insgesamt glaube ich, etwa 33 Paar. Auf der anderen Seite Mitbewohner. Ich wohne nicht allein, wohne in einer WG mit meinem besten Kollegen zusammen. Aber nicht mehr lang, ich zügle. Darum sieht es halt auch ein bisschen chaotisch aus. Man gibt sich nicht mehr gleich viel Mühe wie am Anfang. Ich koche aber sehr gerne, darum bin ich relativ viel in der Küche. Es gestaltet sich dann aber ein bisschen schwierig, weil mein Mitbewohner kocht auch sehr gerne. Und dann ist da amix das zweite bisschen ein Salsa, den wir machen müssen. Aber es ist klein, herzig und es langt mir. Mein Lieblingsrezept, das ich gerne koche, ist ein Coq au vin. Das ist so ein Poulet-Eintopf mit so einem Rot-Weiss-Sud. Willkommen in meinem Reich. Es ist sehr karg und sehr einfach eingerichtet, weil ich muss da lediglich schlafen. Ich bin jetzt auch nicht so der, der viel Schnickschnack an der Wand hat. Aber was ich habe, und das finde ich ist glaub, ein rechter Flex, und zwar brauche ich ja viel immer den Stuhl, um meine Kleider drüber hängen. Ich habe einfach einen Samsung Curve HD, wo ich meine Kleider drüber hänge. Und ja, er funktioniert noch. Location ist Winti. Ich habe da meine meiste Zeit verbracht. Bin auch tatsächlich gerade da hinter diesem Block in die Schule gegangen. Also habe ich meine Sekzeit da verbracht. Wo ich halt dann auch so ein bisschen die Rolle vom Klassenclown hatte. Und eigentlich wirklich, glaube vor 3 Jahren Sek. 2,5 Jahre haben wir uns allein in der letzten Reihe hocken, weil ich die Schüler immer abgelenkt habe. Ja, aber es ist eigentlich wirklich so meine Geisterzeit gewesen. Ich habe auch wirklich noch die gleichen Kollegen aus der Sek. Da wären wir in der Stube. Da verbringe ich wirklich die meiste Zeit. Sei es jetzt gamen, ich game sehr gerne, oder einen Film schauen oder einfach auch nur ein bisschen Musik hören auf dem Sofa, mich ein bisschen inspirieren lassen. Da mein ganzer Stolz, der Swiss Comedy Award, den ich letztes Jahr gewinnen durfte. Ja, viele sagen jetzt, ja, der Award bringt dir ja nichts. Für mich selber bringt es etwas. Es ist ein sehr sentimentaler Wert für mich, weil es mir irgendwo durch von meiner Arbeit auch recht gibt, dass ich es richtig mache und dass ich auf einem guten Weg bin. Baseballhandschuhe und der Ball natürlich. Weil ich bin ein riesiger Sportfan. Ich habe wirklich gerne auch so ein bisschen American Sports, weil halt mein Dad aus den USA ist. Und das ist halt bei mir wie so ein bisschen fast in die Wiege gelegt worden, würde man sagen. Und das Sofa mag zwar nicht bequem sein, aber es ist der Geburtsort von einer meiner bekanntesten Figuren. Und das ist Brescia. Ich bin nämlich mal da auf dem Sofa gehockt und bin ein bisschen durch TikTok gescrollt und habe dann halt so Frauen gesehen, die live gegangen sind und die halt einfach so ein den Charakter hatten, den die Brescia jetzt hat. Und wenn man schon gerade vom Teufel redet, da ist sie. Eine der, glaube ich, bekanntesten Perücken der Schweiz, wenn man das mal so sagen darf. Das bin ich mit der Brescia-Perücke. Und das ist Brescia. Und jetzt zeige ich euch das geilste Zimmer, das es überhaupt gibt in dieser Wohnung. Heide, kommt mit, das Beste. Du glaubst es mir nicht. Ihr huren Tränen. Schaut mal da, Stegenhaus. Richtig geil. Danke vielmals, sind ihr gekommen. Danke für gar nichts. Heide.